Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute sind wir im Restaurant Tycoon unterwegs, meine Freunde. Also wir werden heute unser eigenes Restaurant eröffnen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ich bin richtig gespannt. Das hier ist, glaube ich, der Platz, wo wir jetzt hier unser eigenes Restaurant erbauen können. Denn, meine Freunde, hier steht noch niemandes Restaurant. Das heißt, wir werden jetzt hier unsere eigene Bude hier hinstellen. Mein Restaurant erstellen. Let's go. iCrimex 777777 Restaurant. Let's go, meine Freunde. Wir können jetzt hier einen Manager einstellen. Hä? Hier können wir andere Spieler als Manager einstellen. Ey, hier wird auch Russik angezeigt. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir einfach mal Russik hinzufügen. Sonst wird niemand Manager. Nur meine Freunde werden hier Manager. Okay, jetzt können wir uns hier ein Design auswählen. Okay, wir können hier einmal so ein modernes Design auswählen. Dann können wir hier so was Mediterranes, so auf Italiener angelehnt mäßig. Dann können wir, oh, das sieht auch ein bisschen moderner aus. Das ist so normal, würde ich sagen. Oh, auch schön. Oh, was hier alles gibt, Leute. Schau mal hier, das sieht auch irgendwie geil aus. Gefällt mir auch gut. Okay, ja, eigentlich an sich auch nicht schlecht hier mit so einem Außenbereich, was man hier alles auswählen kann. Boah, das sieht irgendwie auch cool aus. Oh mein Gott, Leute, let's go. Finde ich auch sehr schön mit den Dingern hier. Okay, ich bin noch ein bisschen am Überlegen hin und her gerissen. Ich könnte mir vorstellen, die meisten nehmen einfach hier dieses klassisch-moderne. Finde ich aber ein bisschen langweilig. Ich will nicht das nehmen, was jeder nimmt. Ich würde fast sagen, meine Freunde, das ist irgendwie auch schön mit dem Außenbereich, mit diesen großen Türen. Wisst ihr was? Das finde ich irgendwie cool. Das gefällt mir. Das ist irgendwie so modern und trotzdem so ein bisschen was Eigenes. Wisst ihr was? Das werden wir jetzt hier nehmen. Das wird unser Restaurant werden. Oha, jetzt können wir hier noch auswählen, was für ein Essen es gibt. Amerikanisch. Oder, amerikanisch ist eigentlich cool, da könnten wir so Birchies und so machen, so einen schönen Birchie-Laden. Japanisch können wir aber auch machen, so einen Sushi-Laden, auch sehr geil, Leute, esse ich auch sehr gerne. Es gibt hier voll das coole Zeug, türkisch auch lecker. Oh mein Gott, es gibt eigentlich überleckeres Essen, Spanisch, so Tapas und so, ist eigentlich auch alles nice. Aber wisst ihr was, ich habe irgendwie Bock, so einen Burgerladen zu machen, deswegen, wir machen jetzt mal amerikanisch. Let's go, meine Freunde. Okay, bei uns gibt es jetzt hier amerikanisches Essen, bei uns gibt es die besten Birchies, Leute, let's go. Okay, wir haben jetzt hier unser eigenes Restaurant und hier kommen direkt auch schon Kunden, meine Freunde, hä? Wir sind ja schon direkt Kunden. Ein Tisch für zwei, bitte. Okay, jetzt müssen wir auf die Tische hinklicken, wo die hingesetzt werden sollen. Hä, wir haben nur zwei Sitzplätze? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sitzplätze, Leute. Aktuell können ja nur zwei Kunden hierher kommen. Okay, damit können wir natürlich noch nicht so viel Geld verdienen. Ich würde sagen, wir stellen auch gleich mal direkt Leute ein, Koch und so weiter. Weil aktuell, ich glaube, ich muss selbst kochen hier. Na, aber egal, Leute. Ein paar Birchies, das sollte ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Okay, jetzt sitzen die da. Jetzt bin ich hier natürlich gerade ein bisschen am Überlegen, was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh, da kommen direkt schon wieder neue Kunden. Ich hätte... Okay, beide wollen Cheeseburger. Dann nehmen wir hier einmal die Bestellung auf. Zack, zack, zack. Beide wollen Cheeseburgers haben. Und dann gehen wir jetzt in die Küche rein. Und jetzt müssen wir anfangen zu kochen. Oh Gott, Leute, ich bin doch so ein schlechter Koch. Okay, wir machen hier erstmal die Birchies in der Pfanne. Ich komme gleich zu Ihnen. Einen Moment bitte. Oh Gott, Leute, wir brauchen auf jeden Fall Kellner und Koch und so weiter. Wir müssen ja hier gerade alles noch selbst machen. Chop, okay, jetzt müssen wir noch schneiden. Zack, 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 schneiden. Okay, und nochmal kochen, weil wir müssen ja zwei Birchies machen, genau. Oh Gott, Leute, ich bin hier jetzt schon überfordert mit dem Kochen. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal einen Koch einstellen. Okay, finish. Und dann jetzt hier wieder zack, 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 zack. Natürlich nur frisches Zeug auf unseren schönen Burgern, Leute. Und jetzt muss ich das zu den Kunden bringen. Okay, dann einmal hier Ladies first, so. Und der andere Birchie kommt auch direkt hier. So, ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt hier damit verdienen. Also aktuell ist das hier ein bisschen anstrengend, ne? Ich bin ja lieber so der Typ, der da Leute hat, die für einen arbeiten. Damit wir ein bisschen chillen können. So, dann hier einmal bitte wieder hinsetzen. Jetzt müssen wir hier uns ja richtig abrackern, ja? Wir machen ja Kellnern, kochen, alles. Die Buchhaltung müssen wir auch noch selbst machen. Wir machen ja alles gerade selbst. Wir brauchen auf jeden Fall gleich mal Mitarbeiter, meine Freunde. Ich würde sagen, da kümmern wir uns jetzt mal drum. Bild, was können wir denn hier machen? Also wir können auch unseren Laden hier komplett umdekorieren. Finde ich auch cool. Können wir auch gleich mal machen. Die Speisekarte können wir auch überarbeiten. Finde ich auch sehr cool, meine Freunde. Den, wir können einen Namen für unser Restaurant festlegen. Wir nennen den Paul Birchie. Wir nennen unser Restaurant Paul Birchies. So, weil bei uns gibt es die Paul Birchies. Let's go. Nice. Ah, Leute, schau mal, hier können wir noch so Verbesserungen kaufen, aber dafür haben wir noch nicht so viel Geld. Mitarbeiter, wir brauchen auf jeden Fall einen Koch. Ich will einen Koch einstellen. Okay, wir haben jetzt einen Koch eingestellt, meine Freunde. Ja, perfekt, hier ist unser Koch, der übernimmt das jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt ja erstmal nur noch die Bestellungen machen. Das ist ja schon mal ganz gut. Okay, die sind hier fertig, dann können wir jetzt hier auch gleich mal die Teller einsammeln. Aber ich glaube, ich muss dem Koch erstmal sagen, was er jetzt hier machen soll. Okay, wir haben ihm jetzt die Bestellung gebracht. Macht er das jetzt hier von alleine oder was ist jetzt hier los? Hallo, ja, wofür habe ich denn einen Koch? Warum macht der das denn hier nicht? Vielleicht muss ich ihn auch einmal erstmal anlernen, Leute, damit der Idiot weiß, was er machen muss. Ja, vielleicht muss er das einmal hier alles erstmal sehen, wie das hier läuft. So, okay, und die Birchies sind fertig, Leute. Jetzt nehmen wir die mal, bringen die direkt. Und bei den anderen müssen wir jetzt auch gleich mal abräumen. Hier wieder Ladies first, zack. So, zack, hier, ihr kriegt eure Cheeseburger. Hier sammeln wir mal die Teller ein.
Und dann sollen die nämlich gleich mal die Rechnung bezahlen und hier verschwinden, damit da neue Kunden auch Platz haben, ja? Die sollen hier nicht die Plätze belegen. Okay, Leute, hier steht jetzt Tag 1 abgeschlossen. Wir bekommen jetzt hier Erfahrung und so weiter. So machen wir mal fortfahren. Das hört sich ja schon mal gut an. Okay, wir haben jetzt ein neues Gericht bekommen. Zwiebelgericht, Wasser, wähle ein Gericht zum Freischalten. Entweder Wasser oder das Zwiebelgericht. Aber Wasser müsste eigentlich auch schon mal in unserem Laden geben, also was zu trinken. Ist jetzt die Frage. Komm, wir nehmen mal Wasser, Leute. Ich finde, es sollte schon Wasser geben in unserem Laden. So, ohne Trinken ist ein bisschen schwierig. Aber okay. So, was haben wir jetzt hier? Bild. Was können wir jetzt hier neu machen? Inventar? Kühlschrank. Oh, wir haben einen Kühlschrank jetzt bekommen. Den können wir jetzt hier irgendwo hin platzieren. Und dann drehen wir, zack, und wir hauen hier einen Kühlschrank in die Ecke. Perfekt, Leute. Es geht doch voran. Jetzt gucken wir mal. Oh, Leute, hier das Geld müssen wir noch einsammeln. Natürlich auch wichtig. Und hier sammeln wir die Teller ein. Das Ding ist, Leute, ihr kennt mich ja. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen uns mal wieder so ein paar Sachen kaufen. Was gibt's denn hier so Schönes? Was kann man denn jetzt mal sich hier wieder so Schönes kaufen? Wir können uns hier Geld kaufen, mehr Mitarbeiter kaufen, Megapass-Geld. Also ich würde erstmal, was bringt denn dieser Megapass hier? Was bringt das denn? Ist jetzt die Frage, was hat man denn davon? Wisst ihr was, Leute? 200 Robux ist nicht viel. Wir geben jetzt hier mal wieder richtig viel Geld aus. Wir machen hier das krasseste Burger-Restaurant. Lasst ein Like und ein Abo da und wie immer nicht zu Hause nachmachen. Kinder, gebt kein Geld für Videospiele aus. Guckt einfach meine Videos, dann wisst ihr, was passiert. Ihr wisst Bescheid. Behaltet euer Taschengeld für euch. Möchtest du automatisch... Ah, ja, das finde ich auch gut, dass sich Geld automatisch einsammelt. Finde ich sehr gut, Leute. Zweimal Item Limit Change, Paint, Vehicle, Einkommensboost. Was ist ein Einkommensboost? Finde ich eigentlich auch ganz gut. Da kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein. So machen wir das, Leute. Und wir können uns ja mal noch so einen kleinen Kredit von der Bank nehmen. So, wir nehmen uns jetzt mal noch 1000 Dollar als kleinen Kredit von der Bank auf, meine Freunde. Weil jedes gute Restaurant braucht am Anfang auch ein bisschen Geld, ne? So läuft das halt einfach. Let's go, meine Freunde. So, wir haben jetzt Geld automatisch einsammeln gekauft. Also eigentlich sollte der jetzt ja das Geld dann automatisch einsammeln. Hat er jetzt aber irgendwie noch nicht gemacht. So, aber egal. Vielleicht funktioniert es ja gleich. So, und hier kommen direkt auch schon wieder die nächsten Kunden. Ein Tisch für zwei bitte. Natürlich bekommt ihr. Jetzt ist die Frage. Ich will auf jeden Fall hier mal mehr Angestellte einstellen. So, setzt euch hier bitte einmal hin. Perfekt. Jetzt gucken wir hier mal Mitarbeiter. Wir haben jetzt einen Koch, aber wir brauchen irgendwie was Besseres. Arbeiter feuern. Ich will den nicht feuern. Ich will irgendwie, ich hätte gern einen besseren Koch. Naja, machen wir mal Kellner. So, stellen wir mal jetzt einen Kellner ein, dass der ja auch die Bestellungen aufnimmt. So, okay, perfekt. Der Kellner, du kannst dir dann hier direkt hier den Platz geben, oder? Das sollte doch klappen. So, der Kellner könnte ja eigentlich auch die Bestellungen hier aufnehmen. Warum muss ich das jetzt als Chef noch machen? Ich will, dass der Laden hier von alleine läuft, ne? Ich warte auf Wasser. Ich glaube, der Kellner macht das jetzt für uns, oder? Perfekt, Leute. Okay, der Kellner, beste Investition, der macht das hier für uns. Richtig und wichtig. Nur der Koch, der taugt hier irgendwie noch nichts. Deswegen stellen wir jetzt mal noch einen zweiten Koch ein. Aber das ist auch ein angehender Koch. Der ist ja auch Level 0. Wir brauchen irgendwie so einen Chefkoch, einen Profikoch. Wir brauchen einen Sternekoch in unserem Laden, Leute. Weil bei Paul Birchies Burgerladen gibt es nur das beste Zeug. Ihr wisst Bescheid. Ey, Leute, was? Ich sehe hier gerade, mein Restaurant hat gerade mal 2,1 Sterne-Bewertung. Das ist ja richtig schlecht. Wir wollen ein 5-Sterne-Restaurant hier haben. Okay, die Leute, unser Essen fanden die gar nicht mal so schlecht. Erfahrung, Service, Design. Okay, Leute, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen verändern. Ja, so kann das hier nicht. So läuft das hier nicht. So, wollen die hier nur Wasser trinken oder was? Ah, nee, die wollen Cheeseburger. Ja, was macht der Kellner denn hier? Der hat die Bestellungen aufgenommen. Ja, aber, warum kochen die denn nicht von alleine, die Bummis hier? Okay, jetzt müssen wir das hier wieder machen. Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Aber gut, die Leute haben 4 Cheeseburger bestellt, sollen sie bekommen. Wir werden natürlich hier auch ein bisschen mithelfen. Als guter Chef hilft man natürlich auch ein bisschen mit in seinem Restaurant. Zack, 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 zack. Ihr könnt jetzt hier ruhig mal was dazulernen hier, ihr Köche. Okay, und wenn es fertig ist, dann bringt der Kellner es zumindest schon mal weg. Das ist ja schon mal was Gutes, Leute. Okay, dann hier nochmal schnibbeln. Okay, der ist Level 1, angehender. Oh, nice, er macht es jetzt von alleine. Oh mein Gott, wichtig. Kann er das jetzt wirklich von alleine? Er brät das jetzt hier an. Boah, nice, Leute, perfekt. Das heißt, die Bestellungen und das Kochen funktioniert jetzt schon mal von alleine. Sehr gut, Leute. Jetzt wird hier Geld verdient. Das heißt, wir als Chef können uns jetzt mal darum kümmern, dass wir brauchen hier mehr Sachen auf der Speisekarte, weil immer nur Burger, die Leute wollen ja vielleicht auch mal was anderes als Burger haben. Vielleicht auch hier nochmal auf der Karte noch was anderes. Irgendwie, sollen wir was voll Verrücktes, amerikanisch und japanisch, ja? So ein bisschen Sushi auch immer gut, Leute. Das könnten wir ja irgendwie noch mit dazu nehmen. Japanische Küche. So, freischalten. Nehmen wir auch noch mit dazu. Das heißt, wir brauchen eigentlich gleich noch einen Sushi-Koch. Huhu, okay, Leute. Jetzt geht's hier nämlich langsam richtig ab. Okay, der Kellner, wisst ihr was? Ich stelle jetzt auch noch einen zweiten Kellner ein. Damit einer hier immer die Leute ranholt, damit das hier richtig schnell geht. Mitarbeiter, Kellner, zack, noch einen zweiten einstellen. Oh, Leute, wir investieren hier unser ganzes Geld wieder mit rein. Aber ich will ja auch, dass die Kunden zufrieden sind. Kunden dürfen nicht lang warten. Das muss hier einfach schnell gehen. Das muss hier eine schnelle Sache sein. So, dann wir machen weiter. Der Laden.
Laden, der muss noch schön aussehen. Die Leute haben gesagt, unser Laden sieht noch nicht so schön aus. Wir brauchen hier ein bisschen Deko und sowas. Deswegen gehen wir hier auf Bild, Tabellen. Wir brauchen mehr Tische, Leute. Wir haben gerade mal 2 Tische, das ist gar nicht gut. Aber wir haben auch, unser Geld ist uns schon wieder ausgegangen. Ich glaube, wir müssen nochmal einen kleinen Kredit aufnehmen. So, Leute, ich habe jetzt hier nochmal einen kleinen, aber feinen Kredit aufgenommen, Leute. Wir haben jetzt hier schon wieder so viel Geld reingesteckt in diesen Restaurant-Tycoon hier, Leute. Wir wollen aber auch den besten Laden hier haben. So, Tag 2 ist fertig, abgeschlossen, sehr gut. Jetzt können wir hier wieder was freischalten. Japanisches Food, sehr geil. Würde ich gerne freischalten, deswegen machen wir das jetzt mal. Wir können jetzt auch japanisches Essen machen, ein bisschen Sushi und sowas. Wir haben jetzt nochmal einen Kredit von 1000 Dollar aufgenommen und Diamanten habe ich jetzt auch gekauft hier, Leute. Denn, meine Freunde, ich möchte das Restaurant jetzt vergrößern. So, wir gucken jetzt mal. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Stühle und Tische. Tische und Stühle, damit wir hier mehr Sitzplätze haben. Okay, wir kaufen jetzt einfach mal Stühle. Ich finde die Stühle hier vom Dinger eigentlich gar nicht mal schlecht. Die können wir ja vom Dinger nochmal kaufen. So, dann machen wir hier einfach direkt nochmal hier was hin, Leute. Also wir können ja eigentlich hier die doppelte Fläche gefühlt noch nutzen. So, und dann da wieder einen Tisch noch in die Mitte hinmachen. So, und dann den Tisch haben wir da auch überall stehen. Zack, Leute, jetzt schaut mal, jetzt können die direkt noch mehr Leute Platz nehmen. Jetzt machen wir direkt noch viel mehr Geld. So muss das laufen. So, warum sind hier eigentlich noch keine Kunden? Ah, okay, es war gerade Nacht. Gut, das Restaurant öffnet jetzt erst wieder. Wo sind meine Mitarbeiter, Junge? Ah, da sind sie wieder. Sehr gut. So, schön pünktlich alle, ne? Wehe, ihr kommt hier nicht pünktlich, meine Angestellten. Oh, hier geht's direkt schon wieder. Der Betrieb geht weiter. So, sehr gut. So, ich habe jetzt hier auch gesehen, man kann sich hier noch so Packs mit Diamanten kaufen. Was ist das denn überhaupt? Ah, neue Gegenstände kann man sich damit kaufen. Japanische Einrichtungen und sowas. Ah, okay, cool. Bin ich sehr gut, Leute. Kann ich mein Restaurant eigentlich nicht noch vergrößern? Ich würde sagen, hier können wir noch so ein paar Sitzplätze hinmachen. Ich will, dass der Laden hier richtig voll ist. So, zack, machen wir hier noch was hin. Perfekt, Leute. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Dann können wir hier in die Ecke noch eine schöne Deko reinstellen. Was macht eigentlich unser Geld? Verdienen wir hier mittlerweile auch ein bisschen Geld? Oder wo sind hier meine ganzen... Ah, okay. Ach so, wenn wir im Baumenü sind, sehen wir nicht, was hier abgeht. Ah, ich dachte schon. Okay. Ich finde die Einrichtung vom Ding ja gar nicht mal so schlecht. Klar, man könnte noch teurere nehmen. Aber ganz ehrlich, Leute, die können hier entspannt sitzen. Die Paulberger, die sind zufrieden. Dann reicht das doch. Ist doch cool. Weil ich sagen muss, hier in der Ecke ist vielleicht ein bisschen eng. Wir können das vielleicht alles ein bisschen mehr aufrutschen. Oh mein Gott, Leute. Schau mal, wie es hier abgeht. Fast alle Plätze sind hier voll. Jetzt wird hier richtig Geld gemacht. Let's go. Okay, ich frage mich nur gerade. Was macht denn dieser eine Typ hier? Der macht ja gar nichts. Irgendwie ein Koch würde vom Ding ja auch reichen. Also der Typ steht ja irgendwie nur rum. So darf das natürlich nicht laufen. Wir gucken mal, wie die Bewertung für unser Restaurant aussieht. Ob das mittlerweile ein bisschen besser ist. 2,3 Sterne. Ja, gut, okay. Speisekarte ansehen. Ja, wir sind ein bisschen amerikanisch. Wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen noch mehr Sachen. Könnten noch ein paar mehr Gerichte freischalten, aber das kommt mit der Zeit, Leute. Schau mal, sieht doch aber schön aus. Sieht doch schön aus hier, unser Laden. Hier, Gäste warten. Schau mal, wir brauchen nur langsam mehr Sitzplätze, habe ich das Gefühl. Das ist hier gar nicht so gut, Leute. Wir müssen auf jeden Fall gleich, wenn Nacht ist, nochmal ein bisschen umbauen. Aber der Koch ist ja komplett lost, ne? Also den zweiten Koch könnte man wirklich überlegen, ob man den einfach rauswirft, weil irgendwie kriegt der nichts gebacken. Arbeiter feuern, so, zack, der ist weg. So, den haben wir gefeuert, Leute. Da koche ich lieber selbst hier ein bisschen mit. Dann levelt der dann schneller hoch. Da haben wir lieber einen richtig guten Koch hochgelevelt, als der andere, der da nur rumsteht, ne? So, zack, 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 zack. Nochmal Birchies machen. Ja, das japanische Essen macht der ja auch. Der macht ja alles. Der ist super. Das ist ein guter Junge. Das ist ein stabiler Arbeiter. Kellner machen auch einen guten Job. Ich bin zufrieden, Leute. Das Restaurant läuft. Wir machen auch mittlerweile gutes Geld. So, wir gucken jetzt hier nochmal gleich im Baumenü, was wir noch machen können. Ob wir das hier noch ein bisschen schöner einrichten können, hier unseren Laden. Was auch immer schon sehr viel ausmacht, meine Freunde. Schön ein bisschen Bepflanzung hier in die Ecke. Oh, nee, okay, warte. Das sieht aber ein bisschen hässlich aus, die Pflanze. Ein bisschen was Schöneres, was hier zu unserem Restaurant so passt, vom Stil her. Das sieht doch schön aus. Aber macht trotzdem schon voll den Unterschied. So ein bisschen Deko, meine Freunde. Kann nicht schaden. So, machen wir hier in die Ecken rein. Zack. Zack. Schön ein bisschen Pflanzen hinmachen. Boah, was ist das denn hier? Oh, schau mal, Leute, das machen wir hier vorne hin. Das ist ja nice. So, der Koch levelt auch hoch. Der ist bald Level 2. Ein Tisch für 2 Bette. Okay, alles klar. Also ich muss sagen, unser Laden wird immer besser. Tag 3 abgeschlossen. Sehr gut. Lol, man kann hier so einen McDrive irgendwann einbauen. Wie cool ist das denn? Okay, Leute, aber ich glaube, das müssen wir erst noch ein bisschen üben, wie das geht. Vielleicht im nächsten Part, wenn es euch gefällt. Also wenn ihr wollt, können wir hier richtig eine coole Serie draus machen. Dann lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir ein richtig krasses, cooles Restaurant aufbauen. Ich will jetzt aber auf jeden Fall hier mal noch ein bisschen dekorieren. Ich würde hier irgendwie gern außen so fette Palmen noch hinstellen, wenn das denn geht. Ist halt die Frage. Muss ich jetzt mal gucken. Testen wir einfach mal mit dem Baum. Kann ich jetzt einfach so random hier so einen Baum hinstellen? Nee, das geht nicht. Das geht schon nur auf meinem Grundstück. Schade. Okay. Ja gut, dann lassen wir das erstmal, meine Freunde.
Aber Lichter, ein bisschen Lampen, auch immer wichtig. Gerade abends, meine Freunde. Oh, warte, jetzt kann ich das hier bewegen endlich, oder? Ne, jetzt sitzen hier schon wieder Leute. Ey, 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 ey. Vielleicht muss ich das machen, wenn das Restaurant mal geschlossen ist. Oh, Leute, guck mal, diese Lampen. Das macht ja richtig viel aus. Voll schön. Wir müssen hier eigentlich so Lampen hinstellen, sage ich euch hart auf hart. Wir müssen hier mehr so Lampen hinstellen. Oh nein, ich habe hier die Wand weggemacht, ich Idiot. Nein. Obwohl, aber ist so eine offene Küche. Sage ich euch ehrlich, hat irgendwie auch was, ne? Komm, wir machen hier die Küche so... Oh nee, warte. Jetzt sieht man hier den Kühlschrank. Das ist irgendwie nicht mehr so cool. Ich hätte die eine Wand hier lassen sollen. Sieht das gut aus? Nee, Leute, sieht nicht gut aus. Wir machen lieber einfach nochmal so eine Wand hier hin. Die können wir auch noch bemalen, Leute. Das ist ja auch cool. Schau mal hier ein bisschen so zum Kontrast. Oh mein Gott, Leute, nice. Ja, so machen wir die. Ich liebe sowas, wenn man irgendwie sowas einrichten kann einfach. Finde ich richtig cool. Obwohl, vielleicht ist das ein bisschen überladen. Ich mache hier einfach mal nichts hin. Man kann ja hier vielleicht später an die Wand noch was ranhängen. Boah, die Teile sind ja auch wieder crazy, ne? Uiuiuiui. Das sieht auch gut aus. Aber gut, Leute, wir lassen es jetzt mal so. Wir haben hier genug schon... Oh mein Gott, die Leute warten hier alle. Ich glaube, wir brauchen neue Kellner. Obwohl, zwei Kellner eigentlich, glaube ich, reichen noch hier zwei Kellner dafür, oder? Oder sollen wir noch einen Kellner einstellen? Vielleicht stellen wir noch einen Kellner ein, noch einen dritten. So, perfekt. Die verdienen hier Geld für mich. Der Laden läuft mittlerweile von alleine. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, meine Freunde. Wir gucken jetzt nochmal auf unsere Bewertung, wie es mittlerweile hier bei uns läuft. Ja, 2,6 Sterne. Es wird besser. Es wird besser. Wir können immer mehr Sachen anbieten. Es gibt mehr Essen. Und ich finde, von außen sieht das jetzt doch auch hier schon mal ganz schön aus, ne? Wir könnten jetzt natürlich noch überlegen, ne? Ob wir halt den ganzen Laden so ein bisschen bunter machen, ne? Könnte man sich jetzt mal überlegen. Ich meine, wir können ja hier im Prinzip alles bemalen. Können ja einfach die Wand rot machen oder sowas. Wäre vom Ding her halt auch krass, ne? So ein bisschen bunt machen, so auf Paul-Berger-mäßig angelehnt. So einen kleinen Paul-Birchie-Laden. Weil ich das nicht schön finde, nee. Nee, wenn dann muss das wirklich so stimmig, so alles weiß-schwarz sein. Oh mein Gott, Leute, ich sehe gerade, man kann sich hier noch Autos kaufen. Wie cool ist das denn? Okay, wir kaufen uns safe noch ein Auto, einen Sportwagen, 50... Diamanten kostet der. Oder ein Coupé, das ist so ein Porsche. Sieht irgendwie fast cooler aus, finde ich. Ach komm, wir kaufen einfach mal das teuerste. So, spawnen. Oioioi, Leute. Hä, warum kostet so ein Mustang oder was das hier ist? Mehr als so ein Porsche. Egal, wir parken jetzt mal. Wir haben jetzt unser eigenes Auto hier noch. Den parken wir jetzt mal so auf Flex-mäßig hier vor den Laden. Ja, das lockt vielleicht Kunden an, weil es einfach gut aussieht. So, das sieht doch geil aus jetzt hier. Hui. Nice. Ja, das lockt vielleicht Kunden an, weil es einfach gut aussieht. Wenn da schöne Autos vor dem Restaurant stehen, das macht schon was her, ne? Muss man einfach so ganz klar sagen. Perfekt, Leute. Ich glaube, unser Laden läuft mittlerweile von alleine. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir weiterspielen. Ich glaube, wir können das unendlich vergrößern. Wir können ja hier mal kurz durch die Gegend fahren. Guckt euch das hier mal an. Hier zum Beispiel, der Typ hat hier schon so zweistöckig und sowas. Ich glaube, man kann das unendlich vergrößern mit einem Mac Drive und alles, was man hier bauen kann. Also lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir weiterspielen. Wir können das ja richtig krass machen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crynix.